Ja, Freunde, wir sind wieder zurück auf dem Stylers Uncut Channel. Wir befinden uns ja aktuell in der Rebirth-Woche und dementsprechend schauen wir uns natürlich auch den Rebirth-Weltrekord an. Ja, den Kill-Weltrekord. Kleines Update zur Rebirth-Woche. Ich habe das ja angekündigt. Am Sonntag kam ein Video und dann habe ich so einen Community-Post gemacht. Wir machen eine ganze Rebirth-Woche mit Rebirth-Reactions, Rebirth-Gameplays, Rebirth-Uncut-Runden, alles drum und dran. Denn ich hatte sehr viel Spaß generell an Rebirth in letzter Zeit und nicht mehr so viel am Verdansk und ihr wolltet das auch sehen. Deshalb denke ich, war das auf jeden Fall eine gute Idee. Mir ist dann aber eingefallen, dass am Wochenende jetzt die Vanguard Beta ist und da will ich ja eigentlich auch so ein bisschen Content zumindest zu bringen. Das heißt, die Rebirth-Woche wird eventuell nicht eine hundertprozentige Rebirth-Woche, aber es kommt auf jeden Fall aktuell viel Rebirth. So, genug jetzt um Rebirth geredet und generell das Wort benutzt, weil das habe ich, glaube ich, in den letzten zwei Minuten irgendwie hundertmal gesagt. Wir schauen uns das Gameplay an. Ganz kurz eine kleine Information noch. Ui, guckt mal da. Oh. Bei meinem Partner-Level-Up gibt es nämlich eine neue Edition, die limitierte Shiny-Fox-Edition, zu der es dann natürlich auch passend diese richtig coole Pokémon-Style-Karte gibt. Die ist jetzt erhältlich. Die ist in Kooperation mit Carsten, also Eldritch, entstanden. Auf jeden Fall grüßt ihr den... Grüße gehen raus an Carsten unter meinem Partner Level Up. Geschmeckt nach sauren Pfirsichringen und Limette. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von sauren Geschmäckern, aber der schmeckt auf jeden Fall nice und ist auch nicht zu sauer. Das Ganze kommt mit der geilsten Level Up Aktion, die es gibt, und zwar 2 für 1. Das heißt, ihr könnt 2 Dosen oder 4 Dosen oder 8 Dosen oder wie viele Dosen auch immer in den Warenkorb packen und mit dem Rabattcode STYLERS2 zusammengeschrieben spart ihr die Hälfte der Dosen, zahlt quasi nur jede zweite Dose. Günstiger bekommt ihr Level Up nicht. Wenn ihr euch Vorrat wieder anschaffen wollt oder es mal probieren wollt, jetzt lohnt es sich am meisten. Checkt die Videobeschreibung ab. Rabattcode STYLERS 2. Let's go. Ich war ein bisschen zu faul, das Placement neu aufzunehmen. Das gibt es ja so in der Art auch schon auf meinem Hauptkanal. Vielleicht habt ihr es gesehen. Aber ich denke, das hat so gepasst. Deshalb, ja, das Angebot geht noch bis Montag. Und ja, wir gucken uns das Gameplay an. New World Record. 47 Kills on Rebirth Island. 8700 Likes. Holy shit. Fast 300.000 Klicks. Oha. Vom 15.07. Das Ganze ist nicht so alt. Fast zwei Monate jetzt vom lieben Baby Dilster. Das ist einer, der jetzt noch nicht ganz so krass bekannt ist, aber habe ich auf jeden Fall schon öfter gehört, aber mir noch nie ein Video von ihm angeschaut. Wir gehen einfach rein. Ohne viel reden. Ohne viel reden. Das Lied kenne ich auf jeden Fall. Aus Black Ops 3 Zeiten kenne ich das noch. Ganz alt. Wildes Intro. Okay, es geht direkt rein ins Gameplay. Null Kills, er hat sich den Heli genommen. Und wird den nicht mehr bekommen. Oh. Ich kann wirklich übrigens meine Heli, andere Leute, so Schnetzeln-Skills sind wirklich schlecht und der macht gar nichts. Ah, der macht auch gar nichts. Oh mein Gott. Aber ich kann das gar nicht irgendwie mit dem Rotorblatt die Leute irgendwie so zu bekommen. Ich finde das auch schwierig. Junge, er macht 5 Kills schon mit dem Heli. Dieser Heli ist übrigens richtig wild. Nein, das ist einer. Nein. Kapp den Fallschirm. Oh nein. Oh mein Gott. Hör auf! Er macht halt so viele Kills damit, ne? Kriegt er den auch noch? Ja, natürlich kriegt er auch noch. Und raus. 7 Kills? Nur mit dem Heli. Auf Rebirth. Das ist schon sau krank. Es muss natürlich, ne? Es ist Weltrekord. Das heißt, die Lobby wird natürlich sehr, sehr lecker geschmeckt haben. Aber der ist nur geht so lecker. Ui. Oh, der hat aber gechoked. Der hat komplett gechoked. Der hat wirklich komplett gechoked, der Typ. Das ist ein bisschen Jinx, muss ich sagen, eigentlich. Dass er den Weltrekord geschafft hat in der Runde, wo er am Anfang gesagt hat, ah, ich bin so auf einem guten Weg zu einem Weltrekord, beziehungsweise gute Basis für einen Weltrekord. Mit 8 Kills natürlich so früh ist das natürlich eine gute Basis. Aber das auszusprechen, kann der Jinx. Bisschen Jinx. Die Kontrollen vom Boden. Da war der Bodenloot echt nice noch, ne? Muss man sagen, ist diese Season echt kacke. Also das ist wirklich gar nicht geil. Totenschille, wichtig und richtig. Hey, wait, this is actually low-key a god lobby. Like, everyone's by me too. Das ist wirklich eine kranke Lobby. Also natürlich ist es eine kranke Lobby, sonst kannst du ja keinen Weltrekord machen. 47 Kills! Wann will der 47 Kills machen? Also es muss ja auch so perfekt laufen dann, dass die Leute sich auch immer wieder... gegenseitig wiederholen, sage ich mal. Man respawnt ja nach einer gewissen Zeit immer wieder. Ach, die C58, stimmt, die goldene gab es ja auf dem Boden. Die war so unnormal OP einfach. Am Anfang, als die C58 noch gar nicht genervt war und noch so krass stark war, gab es einfach eine goldene Ding. Die sind ja auch gefühlt einfach alle AFK.
war die ultra krass, die goldene C58 im Boden. Das war richtig heftig. Wir haben halt auch Dauerdrohnen und sowas, und das ist halt so gut. So wichtig. Oh mein Gott. Und er wird von oben angeschossen und er wird einfach nicht gedownt, ne? So krass. Also natürlich Baby Tits, also man merkt ja auch, ich denke, ihr merkt es auch gerade schon, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, ne? Mir gefällt sein Nvidia-Filter nicht so wirklich. Aber... Es funktioniert halt. So eine weirde Konversation da. Yo, everyone go for the world record at this point. No, yeah. We gotta check the KD. Stimmt, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht mehr in der Video erwähnt. Aber die average KD der Lobby würde mich auf jeden Fall interessieren. Das ist auf jeden Fall eine kranke Lobby. Er hat noch nicht mal Loadout genommen, ne? 16 Kills. 16 Kills. Und er hat noch nicht mal Loadout genommen. 18 Kills. Und die erste Loadout-Waffe vom Gegner mal aufgehoben wird so langsam. Die Lobby muss halt natürlich auch mitspielen, die muss quasi weiter besiedelt bleiben, sage ich jetzt einfach mal. Die Leute müssen sich immer gegenseitig wiederholen, die darf nicht so schnell aussterben, die Lobby. Sonst ist natürlich kein Gameplay drin in so einer Lobby. Das haben wir auch schon richtig oft erlebt. Aber ich habe in letzter Zeit wirklich Spaß an Lobby, muss ich sagen. Es war nie meins, aber aktuell, vor allem, Achtung, da muss ich jetzt ganz kurz pausieren, weil das ist ein wichtiges Argument. Seitdem dieser Buyback-Modus raus ist, wo du mit $4,500 auf Verdansk, auf Tasche, immer wieder respawnen konntest, der so hektisch, der so schnell war, wo du halt immer auf krasse Gameplays gehen konntest, wo halt immer Action war, seitdem der raus ist, ist Verdansk irgendwie so, keine Ahnung, im Vergleich so ultra slow-paced, so langsam, so langweilig. Und da ist dann eben Rebirth mit der ganzen Action dann doch wieder eine willkommene Abwechslung, weil ich hatte mich wirklich, wirklich krass an Buyback gewöhnt. Und auch wenn ich am Ende dann nur noch geflucht habe und ich irgendwie dann glücklich war, dass dieser Modus weg war, jetzt vermisse ich ihn irgendwie, ne? Also, Verdansk macht mir aktuell nicht so viel Spaß, weil es irgendwie einfach zu langweilig ist. Weil da einfach zu sehr gekämpft wird. Ja. Aber wir bekommen ja dann auch eine neue Map, ne? Mit dem Vanguard Release, nicht direkt dann, aber mit der ersten Season. Ich hoffe, die wird natürlich dann ganz viel frischen Wind bringen. Das wäre sehr wichtig. Die droppt auch so schnell, die Cold War MP5. Ich wusste gar nicht, dass es hier zwei Dinge gibt. Das ist übrigens gerade klassisches Autotext-Movement gewesen. Ah, er hat es ihm gewiped. Auch stark gespielt, ne? Also man merkt halt auf jeden Fall, er ist sehr, sehr stark. Er ist ein sehr starker Spieler. 369, geil. Und jetzt bei... Nee, warte, er holt sein Loadie nicht, ne? Jetzt bei 25 Kills holt er sein Loadout, glaube ich. Ja. Ich weiß gar nicht, was da der vorherige Weltrekord war. So, das sehe ich auch für eine Klasse hier raus. Milano und MW, Cold War MP5. War das doch bevor dieses große Update kam? Nee, oder? Glaube ich nicht. Also vor dem Milano-Update auf jeden Fall. Weil die kannst du jetzt auf jeden Fall nicht mehr so spielen, wie er das hier gerade macht. Boah. Oh, stimmt, keine Platten. Rebirth gehärtet ist übrigens auch so nice. Also sich aus dem Loadout gehärtet zu nehmen, dass du nur zwei Platten brauchst, ist so nice. Das hat er jetzt halt logischerweise nicht. Das gab's ja auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht. Nee, gab's nicht. I can drop money here, Jake. You can spam by and get an advance for me. Yep. Thank you. Das ist auch so wichtig. Du brauchst halt auch Teammates, die dich bei so einem Gameplay unterstützen. Die merken so, hey, er hat eine krasse Runde, er kann auf ein geiles Gameplay gehen. Wir scheißen, sage ich mal so, auf unsere Runde und supporten ihn bei seiner Runde, bei seinem Gameplay. Natürlich auch sehr, sehr wichtig. Weil wenn jeder für sich selbst spielt, so ist es natürlich schwierig dann für jemanden einzeln, der eventuell auf Weltrekord-Kurs ist, da richtig viele Kills zu machen und sowas auch.
I'm gonna be fucking arrested. I'm not gonna be allowed to fucking play in tournaments again. Yeah, but I'm a little fuzzy handcuffs on you. It has because we got that hacker. There's no fucking shot, you know? I don't know what you're talking about. Die hatten davor in der Runde irgendwie einen Cheater oder sowas. Und jetzt denkt ihr, dass sie die Runde, die Lobby bekommen haben, weil sie davor einen Cheater drin hatten. Nee, also die Verbindung erschließt sich mir nicht an der Stelle. Aber ich meine, dass sie das so, dass er das so gemacht hat. Aber das Matchmaking-System, sage ich auch immer wieder, es wurde noch nie von Activision kommentiert. Wir wissen nicht, wie es funktioniert. Wir können uns nur etwas denken. Das ist scheiße gelaufen. Aber er hat das Safe zum Glück. Aber es ist nie offiziell bestätigt worden, wie es funktioniert. Oh. Alter. Richtig. Sind halt alle über ihm. 33 Kills schon, ist noch so viel alive, ne? Das ist so heftig. Ja, natürlich auch smart, den jetzt alleine zu lassen, damit der seine Teammates wiederholt quasi, um dann die später nochmal zu töten. Es ist einfach, man muss sich das mal vorstellen, es ist ein Online-Multiplayer-Spiel, wo ganz viele Leute auf einer Map rumlaufen, jeder versucht Kills zu machen, zu gewinnen und er lässt absichtlich Leute am Leben, um sie später nochmal töten zu können, um noch mehr Kills machen zu können. Das ist eigentlich absurd in der Vorstellung, so, ne? Aber es ist für jemanden, der schon immer COD spielt, so, ne, ist irgendwie auch normal so, ne? Also... Es, aber die Vorstellung an sich ist komplett weird. Komplett weird. Oh, er ist so genug von. Aber Jake ist da und kann ihn auf jeden Fall reviven. Auch Lucky natürlich, ne? Er geht down, aber hat natürlich seinen Teammate direkt neben ihm stehen, der ihn direkt reviven kann. Wichtig. Wirklich wichtig. Für ihn natürlich. Ich glaube auch, dass sie, seine Teammates jetzt gerade gar keine Kills zu machen, sondern ihm wirklich nur noch Call-outen. Wo was ist. Oh mein Gott! Das ist ja frech, dass er den Kill bekommt. Er muss nur seine Waffen nachladen. Er hat 13 Schuss in der Milano und nichts mehr in der Code 1 P5. Fuck, these guys won't fight me, dude. Ist halt auch so geil, dieses Prinzip, dass du bei einem Finish siehst. Dass du den Ping von den Teammates dann siehst, das ist so wichtig. Das macht Rebirth auch nochmal so interessanter. Weil du einfach belohnt wirst fürs Kills machen. Yo, er hat so eine Bombe kassiert. Ach du Scheiße. Seine Teammates machen sogar die ganze Zeit die Aufträge, damit die andauernd Geld haben, ne? Das ist krank. Das ist wirklich komplett krank. Ja, das sind die zwei anderen Teammates. Can you kill everybody now? 39 Kills schon. Das ist so absurd einfach auf Rebirth. Das ist einfach Multiplayer, was er gerade macht. You got this. Stimmt, also okay, dann haben wir jetzt gerade erfahren, was der Weltrekord ist. 46 zu diesem Zeitpunkt. Er hat auch so viel Geld und kann sich immer wieder Drohnen kaufen und immer wieder Positions und sowas. Er ist aber auch wirklich stark, ne, muss man sagen. Does he have self? He's on the steps, he's selfing, yeah, he's on the steps selfing if you wanna. Can you mark? I don't see him. He just self right here. Boah, smart. Smart, ihn da Self-Revive lassen. Das ist der Kill. Diesen Kill, diesen Self-Revive-Kill, dass der Teammate den gelassen hat, bringt ihn dann zum Weltrekord, weil wir wissen ja, dass er 47 macht. Krass. Wirklich alles richtig gelaufen. Alles richtig gelaufen. Oh, und auch wichtig, dass er den Knock da bekommt. Oh mein Gott. Da läuft ja wirklich alles richtig gerade. Oder 45 ist der Weltrekord, mit 46 hat er den. Natürlich
Okay. 44. Why? 45. Oh mein Gott, und jetzt dieses Camper-Team auf Prison drauf. 45 Kills. Do you want a heater or no? Yeah. Ich glaube, er holt, kauft sogar gerade nochmal Teammates. Warum? I got it. Oh mein Gott. Hä? Let's go! Let's go! Wo hat er denn noch einen Kill bekommen? Er hatte doch eben 45? I got it. Ah! Jake finisht den oben mit dem Airstrike und er macht den Kill hier. Ah. Okay. Okay, also so muss es ja gewesen sein. Der Precision kommt. Der Precision finisht und er macht den. Ja. Macht Sinn. Oder. Oder der oben ist halt knocked, ne? Aber wieso. Wieso ist das Dingzeichen? Ach, egal. Wie auch immer. Er hat 47 Kills gemacht auf Rebirth und das ist auf jeden Fall komplett krass. Und er zeigt jetzt wahrscheinlich noch seine Region, damit er Let's beweisen go. Kann. 14.000 Schaden! Oh mein Gott. Damit er beweisen kann, dass es keine. Er ist einfach Level 1000. Okay, also Dill ist auf jeden Fall ein Sweater. Wo ist er? South Carolina. Okay, also da scheint es solche Lobbys zu geben. Chat, ich würde sagen, da können wir auf jeden Fall mal vorbeischauen da drüben, ne? Chat sage ich schon, so gewohnt, Chat zu sagen im Livestream und dann zeigt er halt noch, dass er hier keine Programme laufen hat und sowas hier von wegen VPN und sowas, die das eventuell heiden könnten. Aber er zeigt einfach legit nur einmal ganz kurzes Scoreboard und ihr seht es nicht mal und man sieht es auch wirklich kaum, weil die Winstreak von ihm da drüber ist. Hier 47 Kills sieht man, aber er hätte es ja, anders zeigen können. Deshalb immer Viereck dann auch drücken, beziehungsweise spielt der PC eigentlich? Also ja, er spielt PC. Okay, er spielt aber Controller. Nee, er spielt Controller am PC. Okay. Deshalb immer Escape und Viereck drücken auf dem PC, damit man das Scoreboard so vergrößert sieht, weil sonst sehen die Zuschauer teilweise eben nicht den Score, was natürlich blöd ist. Aber 47 Kills ist auf jeden Fall, warte mal, wir machen die Cam mal wieder hin, ist auf jeden Fall sehr, sehr krank. Weltrekord. Heftig. Wirklich heftig. Heftig. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Vielleicht gehe ich auch mal auf den Weltrekord. Ich glaube, nicht so ganz möglich. Aber ja, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.